Steffen Lukas meldet sich aus Pulsnitz. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl in diesem Häuschen sein? Hier in Pulsnitz nimmt die Geschichte von Hänsel und Gretel in der Weise Gestalt an, als dass es hier tatsächlich ein Häuschen von Pfefferkuchenfein gibt. Und ich werde jetzt mal auf Suche gehen, ob denn wirklich die alte Hexe hier wohnt oder doch der Herr Schubert. Das ist der Teig, wenn er weich ist von so einem Pfefferkuchen. Und schmeckt auch schon wie ein Pfefferkuchen, Herr Schubert. Naja. Das sieht aus wie Brot jetzt hier. Ne? Ja, also das ist jetzt dieser Lagerteig. Ne? Man sieht ihn jetzt hier. Er ist bemehlt, deswegen so weiß, damit er auch aus dem Eimer wieder rauskommt. Er klebt ja sehr. Ne? Und der hatte 3 Monate gelagert. Dann sind die Gewürze mit dazu und die Backtriebmittel. Jetzt müssen wir uns vor dem Backen natürlich beeilen, weil die Backtriebmittel, Hirscher und Salz vor allen Dingen und Potasche, die treiben auf. Also wenn man den 2-3 Stunden so stehen lassen würde, würde der aus dem Eimer gehen. Dann. Also alle Achtung, das ist ja schon fast... Er muss viel mehr gekneten, dann nimm nicht breit drücken. Ja, ich weiß schon, ich wollte... Ja. Und das machen Sie den ganzen Tag hier? Muss ich ja, das ist meine Arbeit. Haben Sie doch tierische Oberarme, oder nicht? Ja, so ungefähr. Zusammen wieder. Wahrscheinlich ist das ein kleines Stück, was ich hier bekommen habe. Ja. Die Ränder noch ein bisschen zu. Nein, da unten noch ein bisschen. Ganz gut. Richtig klasse drücken und ein bisschen rütteln. Und dann festhalten, dann den Teig wegziehen. Ah, ein bisschen rütteln. Festhalten, den Teig wegziehen. Jawohl, dann. So. Et voilà. So. Ein Dinosaurier-Pfefferkuchen, mein erster. Das ist der PSR-Dino, hergestellt von Steffen Lukas selber. Der ist doch gut geworden, oder? Mal guck mal hier. Ja. Gut, nicht zu viel, einmal frei. Vom 2. bis 4. November tobt hier in Pulsnitz der 10. Pfefferkuchenmarkt. Da sind Sie bitte alle ganz herzlich eingeladen. Da haben alle 4 noch verbliebenen Pfefferküchler, gar nicht einfach Pfefferküchler hier in Pulsnitz geöffnet. Und natürlich auch das Pfefferkuchenmuseum hinter mir. Das sollten Sie sich auf alle Fälle mal angucken. Da erfahren Sie nämlich, dass sogar Hirschhornspäne im Pfefferkuchen verarbeitet werden und er trotzdem gut schmeckt. 2. bis 4. November, 10. Pfefferkuchenmarkt hier in Pulsnitz. Da müssen Sie hin.